Hey Mann, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute ist das Thema Frauen besser verstehen lernen. Und zwar, um genauer zu sein, Frauen verstehen lernen, wie du schneller zum Sex kommst. Es gibt nämlich eine Sache, die du verstehen musst, die viele Männer, weil sie sehr unerfahren sind, nicht verstehen, die aber dafür sorgt, dass sie keinen Sex mit Frauen haben oder die Frau sich oft weigert, Sex mit ihnen zu haben oder Widerstände liefert. Und es gibt eine Sache, die du machen kannst oder machen solltest oder verstehen solltest, damit die Frau nicht ständig Widerstände gibt, damit die Frau sich auf dich einlassen kann und wirklich Lust hat, mit dir zu schlafen. Also, was viele Männer nicht verstehen ist, dass Frauen Vertrauen zu dir aufbauen müssen, bevor sie mit dir schlafen können. Na, du musst dir das mal so vorstellen. Die Frau kommt zu dir, einem Mann, der erstmal schon körperlich überlegen ist, ja? Du bist ihr körperlich meistens überlegen. Und dann kommt sie vielleicht zu dir nach Hause, sie kennt dich noch gar nicht wirklich und dann wirst du zum Beispiel sehr schnell körperlich. Und die Frau hat eventuell noch gar nicht genug Vertrauen zu dir aufgebaut, um diesen Schritt zulassen zu können. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie baut man Vertrauen zu der Frau auf? Wie zeigt man der Frau, hey, von mir geht keine Gefahr aus, keine Sorge? Ein ganz wichtiger Punkt, den viele Männer, glaube ich, nicht ganz verstehen oder falsch machen, ist, wenn du jetzt einen Schritt vorwärts machst, angenommen, du gehst auf die Frau zu, du willst sie küssen oder angenommen, du willst sie massieren oder willst sie Telefonnummern tauschen, egal, wenn du irgendeinen Schritt vorwärts machst, Telefonnummern tauschen, sie küssen, sie ausziehen wollen, was auch immer, dann achte immer darauf, sei aufmerksam darauf, wie die Frau in dem Moment reagiert. Geht sie sehr gut mit, geht sie sehr freiwillig mit oder ist da noch ein Widerstand? Und was viele Männer jetzt falsch machen an dieser Stelle des Widerstandes ist, dass sie zum Beispiel anfangen, logisch zu argumentieren. Hey, pass auf, dies und das, nein, du musst dir keine Sorgen machen, alles gut, das wird lustig, wir werden Spaß haben. Logisch argumentieren ist nicht die richtige Vorgehensweise. Viele Männer argumentieren logisch und manche Männer bauen Druck auf und das ist noch viel schlechter. Wenn zum Beispiel sie die Nummer nicht ganz bereit ist zu geben und dann fängt der Mann an, Druck aufzubauen. Hey, pass auf, gib mir einfach die Nummer so, gib sie doch einfach her, so kann doch nichts passieren, so mach dir doch keine Sorgen. So einfach Druck aufbauen, einfach Druck machen. Das ist was, was noch schlechter funktioniert. Denn dann merkt die Frau, oh okay, ich glaube, diesem Mann kann ich nicht wirklich vertrauen, denn er versteht gar nicht, wie ich mich gerade fühle. Die Frau kann dir vertrauen, wenn sie merkt, du verstehst, wie sie sich gerade fühlt. Und wie sie sich gerade fühlt, ist, dass sie gerade nicht bereit ist für diesen Schritt. Und wenn du dann übermäßig pusht oder übermäßig versuchst, logisch zu argumentieren, dann merkt die Frau, okay, der Typ versteht mich einfach nicht, er hat kein Verständnis für mich und dann kann sie dir nicht vertrauen. Was du einfach machen kannst an so einer Stelle, was ihr öfter mal vorkommen kann, sie gibt dir die Nummer nicht, sie ist gerade noch nicht bereit für den Kurs oder für den Sex, was du dann einfach machst ist, du gehst ein, zwei Schritte zurück, physisch gesehen oder auch in der ganzen Interaktion, bist du, hey, kein Stress, alles gut, ja, lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen, so, kein Stress, alles gut, wechselst das Thema und redest vielleicht einfach mit ihr über etwas anderes, ja, wechselst einfach das Thema und redest mit ihr weiter oder ihr macht das weiter, was ihr gerade macht, wo auch immer ihr gerade seid. Und du versuchst dann einfach diesen Schritt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu gehen. Weil dann merkt die Frau, oh okay, er versteht, dass ich gerade noch nicht bereit bin und er ist in der Lage, einen Schritt zurückzumachen und muss das jetzt nicht unbedingt durchdrücken. Eine Sache, die ich kurz bevor ich zur Meditationsrückzug gegangen bin, noch falsch gemacht hatte, bei einer Frau, dass ich sehr gepusht habe und sie dann das Vertrauen in mich verloren hat, verständlicherweise. Und wenn du halt merkst, sie ist noch nicht bereit, dann zeig Verständnis, also hey, kein Stress. Und zeig Verständnis in dem Wissen, dass du, wenn du es einfach später nochmal probierst, es wahrscheinlich funktionieren wird. Weil die Frau muss nur einmal merken, okay, der Typ hat generell Verständnis, der versteht mich generell und dann kann sie dir auch vertrauen. Und dann klappt das meistens auch zu einem späteren Zeitpunkt. Denn das ist das, was die Frau einmal sehen möchte. Gib der Frau ruhig diesen Raum. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen mit einer Frau gequatscht und ich war so, hey, lass uns doch Nummern tauschen und dann können wir uns nochmal sehen. Und sie war so, okay. Aber ich war mir irgendwie nicht ganz sicher, ob sie wirklich Bock hat, ob sie wirklich dabei wäre. Und dann dachte ich mir so, na gut, ich lasse es einfach erstmal so laufen. Hab kurz noch mit ihr gequatscht, dann ist sie in den Zug eingestiegen und ich bin halt nicht in diesen Zug eingestiegen. Und dann habe ich den anderen Leuten Tschüss gesagt, dann waren noch andere Leute bei und dann wollte ich halt ihr Tschüss sagen und dann habe ich halt gemerkt, auf solche Dinge musst du halt achten, das kommt mit der Zeit. Habe ich halt gemerkt, wie sie noch so kurz stehen geblieben ist und erwartungsvoll geguckt hat. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, sie möchte doch die Nummern tauschen. Ja, das war ihr Zeichen, das mir gesagt hat, hey, frag bitte nochmal. Ja, und was ich halt gemacht habe, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, sie ist nicht so ganz überzeugt mit den Nummern tauschen, sie ist nicht so ganz dahinterher, habe ich gesagt, okay, kein Problem, habe ihr Raum gegeben, bin zurückgegangen, habe gedacht, gut,
ich lasse dann sie mal auf mich zukommen für den letzten Teil. Und dann ist sie eben auch auf mich zugekommen. Und dann habe ich Nummer mit ihr getauscht. Und so hat auch sie ein bisschen investiert in die Sache. So hat sie gemerkt, oh, er hat verstanden, dass ich in dem Moment vielleicht noch nicht ganz bereit war. Aber jetzt bin ich bereit, weil er das verstanden hat. Das musst du verstehen. In dem Moment, wo du kein Verständnis für die Frau zeigst, merkt sie, okay, dem kann ich nicht vertrauen. Dann gibt es keinen Sex, gibt es keinen Kuss und dann geht es nicht weiter. Aber wenn du einfach nur einmal zeigst, hey, ich verstehe deine Situation, ich habe Verständnis dafür und ich mache jetzt einen Schritt zurück, keine Sorge, dann kann sie dir vertrauen und dann kann sie diesen Schritt auch mit dir gehen, den sie am Anfang nicht mit dir gehen wollte. Das heißt, wenn du in Zukunft merkst, wenn du in einer Situation bist und merkst, okay, da ist jetzt gerade eine Blockade, da will sie irgendwie gerade nicht weitermachen, kein Stress. Ist also alles cool, verstehe ich. Mach ein paar Schritte zurück, wechsel das Thema und probier es einfach später nochmal. Ja, ihr seid in der Bar, du willst sie mit nach Hause nehmen, siehst du, nein, kein Stress, alles cool, wir trinken noch einen Cocktail, quatschen noch ein bisschen, ja, probier es später nochmal. Sie will immer noch nicht, gut, dann nicht, dann erstmal nicht, ja. Dafür musst du ein Gespür kriegen, bin ich ganz ehrlich. Der Tipp, den ich jetzt gegeben habe, war wertvoll, der Tipp war gut, aber du musst auch ein Gespür dafür entwickeln. Das heißt, du musst rausgehen, musst Frauen kennenlernen, musst dich mit Frauen treffen, um wirklich ein Gespür dafür zu entwickeln, dass es werden Situationen kommen, in denen du nicht genau weißt, wie du damit umgehen sollst. Und was du dann immer besser machst, ist, dass du sagst, okay, ich verstehe, also Verständnis zeigst und einfach ein paar Schritte zurück machst und das dann später nochmal probierst. Das ist so die Regel, an die du dich halten kannst. Aber es wird auch Momente geben, in denen es besser ist, ein bisschen zu pushen und vielleicht einfach mal durch den Widerstand zu drücken. Aber wie gesagt, halt dich besser daran, Verständnis zu zeigen und dich kurz zurückzuziehen und dann einfach normal zu probieren, anstatt durchzudrücken. Das funktioniert meistens besser. Und dann irgendwann bekommst du ein Gefühl dafür, wann du pushen kannst und wann der Widerstand eigentlich eher echt ist und sie einfach kurz Raum braucht. Das war's im heutigen Video. Schön, dass du dabei warst. Wenn du dieses Prinzip beachtest, dann wirst du deinen Erfolg mit Frauen enorm steigern können. Was dir außerdem dabei helfen kann, deinen Erfolg mit Frauen enorm zu steigern, ist, dass du Teil meines Online-Coaching wirst. Das ist gratis. Du bekommst da tolle Informationen, die du nicht hier auf YouTube oder in meinem Podcast bekommst. Und du bekommst noch gratis E-Books, nämlich das in 3 einfachen Schritten jede Frau bekommen E-Book und 10 Dates in einer Woche in 5 einfachen Schritten. Das E-Book bekommst du auch einfach gratis von mir als Geschenk plus ein paar gratis Flirt-Dokumente, in denen du außerdem noch wichtiges Flirt-Wissen erfährst, was du hier auf dem Channel nicht bekommen wirst. Das kannst du dir einfach da unten runterladen mit einem Klick auf dieses Bild, trägst du deine E-Mail-Adresse ein und bekommst die gratis Geschenke und bist in meinem Online-Coaching. Oben in der Ecke kannst du dir das Video angucken, das hier als letztes auf diesem Channel war und unten kannst du mich abonnieren. Diese Sachen werden jetzt gleich erscheinen oder diese sind schon erschienen. Schön, dass du dabei warst. Wie gesagt, einfach draufklicken, unten in die Ecke, Teil meines Online-Coachings werden. Wir sehen uns wieder am Donnerstag. Toll, dass du dabei warst. Bis dahin, ciao.